So, Sandro, kurze Lage der Nation. Wie sind so die ersten Eindrücke hier? Wie schon gehabt, sind wir auch schon öfters im Schwarzwald gewesen, im Trainer, und ein neues Hotel sind wir jetzt eingezogen. Ist sehr schön, sehr ruhig und sehr neue Zimmer, und ich fühle mich echt alles sehr wohl. Ich habe so den Eindruck, als wäre die Stimmung deutlich besser als vor einem Jahr. Ist das ein Eindruck, der täuscht, oder? Letztes Jahr hatten wir auch eine gute Stimmung, eine gute Moral, aber klar, wir sind froh und mutig, dass es jetzt endlich weitergeht, dass wir jetzt endlich eine Grundlage schaffen können für die Saison. Wir sind alle heiß und wenn wir so eine tolle Mannschaft sind wie jetzt, dann machen auch die Schweineeinheiten, die der Trainer auch vorgibt, tun sie nur halb so weh, sagen wir es mal so. Macht es Spaß, morgens um 7 Uhr joggen zu gehen? Es gibt schönere Dinge um 7 Uhr morgens, aber Laufen gehört definitiv nichts dazu. Also zumindest bei mir nicht. Ich kriege dir noch einige Leute zu nach Lage der Dinge. Ich meine, der Kader ist halt komplett. Wartet ihr drauf, dass jetzt in der Woche noch was passiert? Oder? Wir sind also als Spieler ist man das ziemlich entspannt. Natürlich ist es umso besser, umso früher die Spieler dazu kommen, dass wir die auch kennenlernen. Gerade jetzt im Trainingslager ist es, glaube ich, ganz gut, weil man dann 24 Stunden was aufeinander hockt und die Leute dann besser kennenlernt. Aber wie auch in der Vergangenheit gezeigt hat, wir haben ganz späte Transfers auch sehr gut aufgenommen, und darum machen wir uns eigentlich überhaupt gar keine Sorgen, wann und wie die Transfers noch zustande kommen.